dich und ich schicke dich nach Haus. Besuchen kannst du mich auf der ganzen Welt. Laura Stern am Himmelszelt. Hell und klar, hell und klar. Laura Stern ist immer da. Laura Stern, Laura Stern. Laura Stern hat dich so gern. Laura Stern, Laura Stern. Die Burg ist umstellt. Ergebt euch. Ha, von wegen. Meine Burg hat ein unsichtbares Schutzschild. Und euer blöder Bagger kann uns gar nichts. Ey, psch, pass auf, da kommt Harry Ballwanz. So, so. Ein Schutzschild hat deine beknackte Burg also. Wenn eure Burg so ein prima Schutzschild hat, wird ihr ein kleiner rechter Haken mit meinen neuen Boxhandschuhen ja sicher nichts ausmachen. Wie? Und... K.O. in der ersten Runde. Oh, das tut mir aber leid. Das war echt gemein. Hört mal, ihr zwei, nur dass das klar ist. Dieser Hof ist von nun an mein Revier. Und wenn ich euch hier nochmal spielen sehe, gibt's das auf die Nuss. Ist das klar? Wenn ihr da nicht verschwunden seid, dann... Hey, Max, Pauline. Ich dachte, wir spielen jetzt weiter mit der Sandburg. Wir suchen uns einen neuen Ort zum Spielen. Hä? Ah, wieso denn? Harry. Harry Ballwand. Auweia, der fiese Harry. Oh, Mann. Ah, nein. Au. Au, ihr seid so gemein. Hey, das ist doch Sophie. Harry und seine beiden Freunde haben mich einfach von der Schaukel geschubst. Diese Feiglinge. Drei gegen einen. Und wo sind sie jetzt? Weg, ein Glück. Zum Spielplatz. Spielplatz? Au, Backe. Tommy ist doch schon zum Spielplatz vorgegangen. Lass mich runter. Bitte, bitte. Hm, na gut. Will ich mal nicht so sein. Aber dafür will ich was haben. Dein Hund. Mein Hund? Niemals, der gehört nur mir. Wie du willst, dann lasse ich dich da oben, bis du verhungerst. Lieber verhungere ich, bevor ihr meinen Beschütz-mich-Hund bekommt. Beschütz-mich-Hund? Da wollen wir doch mal sehen, wie gut er dich beschützt vorm Runterfallen. Und... lass das! Ha, schnappt euch den Köter, Jungs! Gib ihn wieder her! Gib ihn her! Nix da, den haben wir auf dem Boden gefunden. Und was man gefunden hat, kann man behalten. So ist es. Ah, aua! Volltreffer! K.O. in der ersten Runde. Die haben mich auf die Wippe gesetzt. Und dann hat der Harry meinen Hund mitgenommen. Sagt mal, ihr zwei, habt ihr irgendwelche Sorgen? Hm? Können wir euch helfen? Weißt du, Mama, manche Sachen müssen wir Kinder unter uns ausmachen. Tja, wenn ihr das sagt. Aber vielleicht muntert es euch ja ein wenig auf, wenn ich euer Lieblingsgericht mache. Spaghetti! Oh ja, oh, ja Spaghetti! Spaghetti, lecker! Die sind aber so lang, die kann man doch gar nicht richtig essen. Hm, weißt du was? Dann brich sie doch einfach in der Mitte durch. Oh ja! Oh, Tommy, doch nicht einzeln. So dauert das doch ewig. Nanu. Tja, Laura, einen kann man leicht durchbrechen. Aber alle zusammen sind sie stärker als du. Alle zusammen? Weißt du, der Harry mit seinen Freunden ist wirklich zu fies. Erst verjagen sie Max und Pauline.
dann schubsen sie Sophie von der Schaukel. Und dann sind sie auch noch so gemein zu Tommy. Das ist so ungerecht, weil sie immer viel mehr sind und viel größer und stärker. Aber wenn wir uns alle mal zusammentun, dann würde Harry nämlich ganz schön dumm gucken. Machen wir. Wir gehen gemeinsam auf den Kriegspfad. Wie die Indianer. Nur schade, dass ich gar kein richtiges Lasso habe. Nur mein Springseil. Aber das ist ja viel zu kurz. Allerdings, mit so einem Seil könnte man doch... Was? Du willst wirklich auf den Spielplatz und das Harry heimzahlen? Sag mal, hast du ein Seil? Na klar, mein Springseil. Dann bring es mit runter. Meins allein reicht nicht. Ich hab da eine Idee. Aber alleine geht das nicht. Ja, tut mir leid, aber Max wollte heute nicht auf den Spielplatz. Ich weiß ja auch nicht, wieso. Es ist aber wichtig. Ach, ihr seid's. Ich wollte halt eigentlich lieber nicht raus. Wegen Harry, Hey, uns geht's doch genauso. Wir haben auch Angst. Echt? Aber wir haben einen Plan. Einen Plan? Fertig. Okay, weiß jeder, was er zu tun hat? Halt, wir haben ja noch was vergessen. Hier, die habe ich mal gesammelt. Die können wir jetzt gut brauchen. So. Jetzt können wir auf den Kriegspfad gehen. Psst, Achtung, er kommt. Seid ihr soweit? Okay, alles auf die Plätze. Du weißt, was du zu tun hast. Schau an, wen haben wir denn da? Na, Kleiner, wohl wieder mutig geworden, was? Diesmal lasse ich dich verhungern. Dass ich nicht lache. Dafür bist du doch viel zu leicht, du Fliegengewicht. Na, was machst du jetzt? Jetzt zauber ich mich einfach ganz schwer. Und dann lasse ich dich verhungern. Hey, Nanu, was ist denn nun los? Juhu, es klappt. Hey, aufhören! Aufhören, sag ich! Aufhören! So. Lass mich sofort runter! Lass mich runter! Bitte! Bitte! Tja, Harry, jetzt siehst du mal, wie das ist. Sag dein Bruder, er soll mich runterlassen, ja? Was meinst du, Tommy? Er soll mir erst meinen Beschützmischhund wiedergeben. Hast du gehört? Den Hund fahren wir zurück. Ah! Hey, könnt ihr mich jetzt bitte herunterlassen? Okay, das reicht uns. Los, Tommy, gehen wir. Hey, aber... Hey, ihr könnt mich doch nicht einfach hier so sitzen lassen. Ah! Du, Laura... Glaubst du wirklich, dass der doofe Harry uns von nun an nicht mehr ärgern wird? Wir wissen doch jetzt, dass wir gemeinsam gegen Harry eine Chance haben. Da habe ich jetzt längst nicht mehr so eine Angst wie früher. Und du? Ich auch gar nicht mehr. Und dann habe ich ja auch meinen Beschützmichhund wieder. Der passt auf mich auf. Und ich? Ich hab mal einen Stern. Nachts aufgewacht, hab ne Sternschnuppe gesehen, groß erschreck, ich musste zu ihr gehen.
Stimmchen, ich helfe dir, denn